grüße euch mit der albanischen Flagge. Ich bin die Medi Host, Autorin, Journalistin, Podcasterin aus Magdeburg. Und ich freue mich, dass ihr mir hier online folgt. Ich habe meine knapp dreiwöchige Rundreise durch Albanien für euch jetzt so komprimiert, dass das hier auch online richtig gut funktioniert und ihr einen Einblick in dieses zauberhafte Reiseland bekommt. Ja, wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich euch und mich, die hier jetzt online zusammenreisen, aber auch meine Reisebegleiterin Cornelia und mich, denn wir haben diese Reise zu zweit gemacht, sind also hier in doppelter Frauenpower unterwegs gewesen. Wir schauen uns jetzt aber erstmal ein bisschen genauer an, wo wir überhaupt lang gekommen sind. Dafür habe ich euch hier eine Karte mitgebracht, auf der seht ihr, wie sich Albanien aufbaut. Wir sind hier in der Hauptstadt in Tirana gelandet. Von dort aus ging es dann in den Norden, um zu wandern und dann an der östlichen Landesgrenze immer weiter südlich bis nach Sarande und von dort aus dann wieder nördlich am Meer entlang, bis wir den Kreis einmal geschlossen haben, also einmal im Uhrzeigersinn das Land bereist haben und dann letztendlich wieder in Tirana gelandet sind. Flächenmäßig, und das ist für euch als Reisende, denke ich, auch ganz interessant zu wissen, ist Albanien nicht so gigantisch groß, sondern ungefähr vergleichbar mit dem Bundesland Brandenburg, was wirklich die reine Fläche angeht. Was noch ist schön, interessant und wichtig über Albanien zu wissen? Ich finde, das ist ein Stück weit das Thema Religion. Ich spiele euch hier mal die Rufe des Muezzin ein und habe euch dann ein Bild noch zugepackt. Es ist so, dass es zwar keine offizielle Statistik zur Religionszugehörigkeit gibt, aber natürlich hat man Zahlen. Man geht ungefähr von 60% Muslimen aus. Dann auf Platz 2 mit ungefähr 20% haben wir die orthodoxe autokephale Kirche und auf Platz 3 die römisch-katholische Kirche mit ungefähr 500.000 Anhängern. Was aber bemerkenswert ist und auch der Grund, warum ich diesen Fakt hier rauspicke, ist, dass diese Gruppen sehr, sehr friedlich zusammenleben. Man sagt, das ist wirklich einmalig auf dem Balkan, besonders typisch für Albanien, dass es eben so friedlich zugeht. Das geht weit zurück in die Geschichte. Das hat verschiedene Gründe, die jetzt hier definitiv zu weit führen würden. Aber was mir als Reisende aufgefallen ist, dass eben auch Kirchen und Moscheen eng beieinander stehen, dass religiöse Feste zum Teil zusammen begangen werden, dass man Kindergärten, soziale Einrichtungen, dass sich die geteilt werden von den Religionsgemeinschaften. Und dann habe ich davon auch gelesen, dass, und das finde ich besonders bemerkenswert, dass selbst bei der Heirat die Konfession wohl keine so große Rolle spielen soll. Wo findet man das heute schon? Zum Thema Geld möchte ich euch ein bisschen was erzählen, was die Preise angeht. Also Albanien gehört mit zu den ärmsten Ländern Europas, was logischerweise dafür sorgt, dass für uns als Reisende die Preise wirklich gering waren. Wir haben für ein Doppelzimmer zwischen 15 und 25 Euro bezahlt, für Bustickets 5 bis 10 Euro. Das waren aber auch alles wirklich stundenlange Fahrten. Also mit Busfahrten meine ich jetzt nicht so eine kleine Stadtfahrt, sondern tatsächlich ewig lange Überlandfahrten. Ein Abendessen zu zweit mit zwei kühlen Getränken nahm zusammen auch ungefähr immer so 10 Euro ausgegeben. Ja, wir sind hier mitten in der Nacht in Tirana angekommen und hatten eine ziemlich aufregende Ankunft, denn unser Taxifahrer hat uns am falschen Hotel rausgelassen. Es gibt in Tirana 3 Hotels, die alle so heißen wie das, was wir uns vorab gebucht hatten. Lange Geschichte. Letztendlich war es so, dass wir uns durch diese Nacht gefragt haben, 10 Leute gefragt, 10 verschiedene Antworten bekommen. Das ist so eine kulturelle Besonderheit in Albanien, dass die Albaner und Albanerinnen eine Antwort geben müssen, weil sich das sonst für sie nicht gut anfühlt, zu sagen, ich weiß es nicht. Sollte man als Reisender aber einfach auf dem Schirm haben, dass man da vielleicht nicht die richtige Antwort bekommt. Letztendlich hat uns dann der Security-Mann eines anderen Hotels so lange gefahren, bis wir am richtigen Hotel waren. Wir haben uns dann erstmal die Stadt angeschaut, verschaffen uns
Also auch erstmal einen Überblick von oben, genießen so die ersten Eindrücke dieses Landes, dieser Stadt. Schlendern natürlich auch über den Scandavejo-Platz, ist eine verkehrsbefreite Fußgängerzone, ist das Herz der Stadt Tirana. Also hier tummeln sich auch ganz viele Spaziergänger, es ist wirklich schön zu beobachten. Und natürlich genauso eine Beobachtung wert oder ein Blick zu werfen wert ist es, sich das Bunkermuseum anzuschauen. Das Thema Bunker ist für Albanien ein ganz wichtiges insofern, dass die Anzahl an Bunkern wirklich einzigartig ist in Europa. Sie sind entstanden in den 70er, 80er Jahren. Enver Hoxha hat sie bauen lassen aus Angst vor ausländischen Invasoren. Und diese vielen Bunker sind einerseits noch zu erkennen in der Landschaft. Wenn man durch das Land reist, sieht man so diese grauen Pilze. Andererseits gibt es hier auch die Möglichkeit, sich das Ganze in Museumsform anzuschauen. Denn in Tirana kann man den ehemaligen Führungsbunker besuchen. Der ist als Museum ausgebaut, wo man ganz viel über die Geschichte Albaniens auch erfahren kann. Wir sind von Tirana aus Richtung Norden gereist. Und zwar erstmal nach Shkodra. Und von Shkodra sollte es dann weitergehen nach Thes. Bis Shkodra sind wir ungefähr 2 Stunden unterwegs gewesen, bis wir dann hier in der Fußgängerzone, in der wirklich schönen Fußgängerzone ankamen. Shkodra ist die drittgrößte Stadt des Landes, hat ungefähr 114.000 Einwohner und ist auch ganz klar das wirtschaftliche Zentrum Nordalbaniens. Wir konnten uns dann erstmal entspannen, haben uns hier das Nachtleben erschlossen, haben Shkodra zu Fuß erkundet, haben die Menschen beobachtet, denn die Abendzeit ist eine ganz intensive. Das Ganze nennt sich Ciro, heißt so viel wie Tour, Spaziergang. Den machen Albanerinnen und Albaner nämlich wahnsinnig gern. Das heißt, sie ziehen abends in verschiedenen Gruppierungen rausgeputzt, flanierend durch die Straßen und es herrscht sehr, sehr viel Leben. Wir reisen hier in diesem geländetauglichen Fahrzeug nach Thes, sind hier für 80 Kilometer 3,5 Stunden unterwegs. Die Strecke war ganz interessant. Erst war es eine normale Straße, dann wurde es eine Piste und irgendwann war die dann so schmal, dass unser Fahrer, der trotzdem sportlich unterwegs gewesen ist, zurücksetzen musste, wenn ein entgegenkommendes Fahrzeug kam. Hier sind wir dann schon fast in Thes angekommen. Es ist nicht mehr weit. Hier wird nur noch mal ganz kurz gestoppt, um ein bisschen Ladung loszuwerden und dann ist es geschafft und wir genießen unsere Ankunft bei leckerem Essen. Alles 100% bio, frisch, selbst gemacht. Und ihr seht hier zum Essen dazu gibt es Raki. Gehört ganz einfach in Albanien zum geselligen Mahl und wird auch ganz gern mal als Heilmittel eingesetzt. Derjenige, der uns hier dieses leckere Essen serviert hat, ist auch unser Gastgeber in Thes. Auf dessen Wiese dürfen wir nämlich zelten für 1,50 Euro pro Person und pro Nacht. Die Gegend ist großartig geeignet für Wanderfreundinnen und Freunde. Also wir fanden es richtig klasse, hier zu Fuß unterwegs zu sein. Kann ich euch also als ganz klaren Wandertipp mitgeben, den Norden Albaniens. Wir sind bis Valbona zu Fuß gelaufen und von dort aus sind wir per Anhalter weitergekommen, ein kleines Stückchen. Und dann ging es weiter nach Kukës mit einem Bus. Also der ältere Herr, der uns per Anhalter mitgenommen hat, der war auch noch so freundlich, gleich uns am richtigen Bus abzusetzen, sodass wir hier den Weg von Bayransor nach Kukës, also ungefähr 100 Kilometer, zurücklegen konnten. Ihr seht auch, hier gibt es so eine kleine Abweichung über die Landesgrenze hinaus. Wir sind nämlich über den Kosovo gefahren. Alles in allem sind das 3 Stunden Fahrt und 7 Euro pro Person, die wir hierfür gebraucht haben.